Willkommen zurück zu Dust, der Analysentel. Wir waren hier gerade bei dem guten Verkäufer. Wenn ich mal diese komischen Kobolde hier jetzt einmal in Ruhe lassen würde. Und wir haben uns ein bisschen ausgerüstet, und zwar nicht zu knapp. Zumindest was die Angriffskraft von uns momentan angeht, weil wir sind da ziemlich gut ausgestattet mit 51 Angriff momentan. Ich denke mal, das ist außerordentlich. So. Wow. Eigentlich wollte ich hier nicht, danke. Ah, hier ist eine... Oha. Da muss ich mich erstmal hier zurechtziehen. Was habe ich bekommen? Todesbringer? Nice. Ah, jetzt halt das ein bisschen, als wären wir in der Höhe. Das ist ja interessant. Beim 200 kritischer Schaden, das ist nicht so wenig, ne? Nice. Wow, ordentlich Schaden. Nein, Kette ist zerbrochen. Ich weiß nicht mal, wo ich das Ding hinmachen muss. Kommt schon. So. Ja, nö, da muss ich jetzt erstmal schauen hier. Da unten würde es, glaube ich, runtergehen. Geht doch nicht. Ah! Boom. So. Ja. Problem ist gerade, wo komme ich hier lang? Hier kann es nicht sein. Dann gehen wir mal. Da ist es auch nicht. Hä? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ah, hier unten wahrscheinlich, ne? Ja, das könnte durchaus sein. Ah, hier. Speicherpunkt. Den nehmen wir sehr gerne mit. So. Irgendwas sagt mir, dass hier gleich irgendwelche großen Viecher auftauchen. So. Das wird wahrscheinlich nicht einfach. Yeah, Levelaufstieg. Nice. So. Fidget, bestimmt hier Staubsturm sein. Können wir eigentlich mal machen hier. Upgrade bestätigen, jawoll. Ah, siehst du, sag ich doch. Nein. Uha. Fressen, wo ist Fressen? Charakter, Charakter, Karte, Inventar. Hier. 40 Gesundheit, 60, 20. Machen wir mal das kurz. Auch wenn es nicht viel ist. Nehmen wir jetzt mal das hier. So. Ja, das war jetzt gerade ganz schön knapp, muss ich sagen. Damit war nicht zu spaßen. Okay, die sind down. Hier wird es irgendwie dunkel. Das gefällt mir nicht so. Ah, okay. Das soll so sein. Die Münze, die brauche ich unbedingt. Weil du kriegst ja nicht so viel Kohle hier. Ist ja recht bescheiden. Ja, zum Glück haben wir die endlich hinter uns. What's the matter? Afraid of the dark? Huh. I laugh at the dark. Actually, I'm afraid of heights. Wie kannst du bitte Höhenangst haben, wenn du fliegen kannst? Wait, heights? How is that possible? You fly all the time. Genau. Everywhere. Oh, do I? I must have forgotten. Just like you must have forgotten that I can still fall at any time.
Never looked at it that way. You're an interesting one, Fidget. Du bist mir wirklich interessant, Fidget. Der geht gut ab, ja. Schade, der ist schon weg. Hoffentlich hat er keine Beute fallen lassen. Was? Oh Gott. Was wichtig gewesen wäre. Noch irgendwo? Das war's schon. Oh, der hat aber ganz schön was gedroppt gehabt. Ich weiß bloß nicht, was es war. Ich habe es nicht genau gesehen. Muss auf jeden Fall sehr viel gewesen sein. So, wie komme ich da runter? Ah, hier vielleicht? Nee. Au! Mistviecher! Ich komme echt nicht durch. Schon wieder der Laden? Hello again, my friend. Das ist aber ziemlich häufig gerade hier. I suspected you would return. Ja, wissen wir ja schon. 40 Gesundheit, 60. Ich glaube, 60 ist momentan am besten, würde ich fast sagen. Nehmen wir mal so viel mit. So. Irgendwas Neues hier. Ich glaube eher nicht. Nee. Thank you. Mich würde mal interessieren, wie ich da unten durchkomme. Schade eigentlich. Es wäre mal interessant zu wissen. Ich kann auch hier irgendwie ran, das weiß ich, 100 Pro. Da können schon. So. Weg mit dir. Wieder ein Speicherpunkt, den nehmen wir gerne mit. So. Oha. Nein. Oh, nice. Das war sehr knapp. Zum Glück haben wir den betäubt gehabt. Bevor er... angreifen konnte. So. Ja, manchmal ein bisschen konzentriert hier gerade. Stopp doch. Was war das für ein Geräusch? Das hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. Zumindest klang es sehr komisch. So, war's das? Jawohl. Gut. Es geht immer noch weiter. Das ist krass. Dieses Stückchen Level hier ist ganz schön weitläufig, möchte ich sagen. Was? Ach, ihr seid die Dinger. Tot? Ja. Schön. Oh, hier was zu futtern. Und das sieht ja auch nice aus hier hinter dem Wasserfall. Das sieht geil aus. Das haben sie schön gemacht. Hätte ich jetzt eher nicht erwartet. Schon wieder ein Speicherpunkt. Also das ist ja eine wahre Kraft hier. Sind denn... Ah, da sind wir. Oh Gott, dieses Gewitter gerade, ne? Das hat mich ein bisschen geblendet, der Blitz. So, Kohle, Kohle, Kohle. Gehen wir hier nochmal auf den Speicherpunkt, den nehmen wir mit. Jawohl. So. Aber warum muss es gerade jetzt regnen? Na, super, jetzt hört es schon wieder auf.
Nice, ich bin hier hochgekommen. Na gut, ich hätte auch anders hochkommen können. Das wäre jetzt ja nicht das Problem gewesen. Schafft? Schafft. Okay. Ach, genau, das waren die. Jetzt kann ich mich auch daran erinnern. Ja. Ihr blöden Blitze. Oh, jetzt weiß ich wieder, wer es ist. Ja, ja. Beziehungsweise, welche Mobs das sind. Du gehst auf? Du gehst auf. Da könnte ich weitergehen. Möchte ich aber noch nicht. Au! Das war ein Luckshot. Schon wieder. Ein Luckshot. Mistvieh. Oha. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen auf unsere Verteidigung aufbauen, nicht nur auf den Angriff. Das sollten wir vielleicht berücksichtigen. Hier könnte vielleicht die Bombe gehen. Ja, schauen wir mal. Jetzt müssen wir halt kurz warten. Oh. Schauen wir einfach mal zu. Nee, okay. Hätte sein können. Okay, hier ist ein Dorf. Problem ist gerade... Ich konnte auch hier unten rein. Gehen wir mal hier lang. Ah, hier brauche ich es. Alles klar. Dann machen wir das natürlich hier. Machen wir mal durch, Mister. So. Komm mal raus. Boom! Müsste es ja theoretisch gleich hier wieder eine Kiste geben oder irgendwas. Nee, was ist das denn? Hello? Hello, can you hear me? Nice. Ach, das ist dieses Ding, was wir suchen sollten. In der letzten Folge. Schön. Haley, is that you? Where are you calling from? From beyond the grave. Schöner Witz. Da muss sich aber jemand auskennen. Would you calm down? I'm at home with Maddie. I see you found my dad's lost receiver. Nice. Yeah, and it seems to be working. That's great. Now, if you ever need to craft an item, you can do it directly from your inventory. Nice, super. Aber das hier mit diesem Schimmer, das haben sie auch geil gemacht. Finde ich klasse. Now, Dots, this doesn't mean I don't want you coming up to visit me in person. But at least I can keep an eye on you and help you out whenever you need me. Die hat eindeutig ein Auge auf Dust geworfen. Sure, Haley. I really appreciate the help. Also wenn das nicht, ne? Mission abgeschlossen, der Schmied. Jawohl. So, dann gehen wir jetzt mal um zu diesem Dorf, was das da ist. Jetzt habe ich schon gedacht, ich werde hochspringen. Und dann schauen wir mal. Wir können im Inventar jetzt auch was herstellen. Wo haben wir es denn? Ah, hier. Nee, warte mal. Wo war das jetzt? Verdammt. Das. Und das. So. Und legen wir jetzt einmal das an. Oh Gott, hier haben wir auch noch eine ganze Menge. Nice. 81. Zwei brauchst du davon. Okay, machen wir das. Das hergestellt, angelegt. Alter, wir können uns gerade richtig geil aufwerten. Ist das klasse. Das bringt uns nichts, außer wir bringen es natürlich hier rein. Ja gut, mit zwei Glück, da können sie uns mal eigentlich... Pff.
braucht man nicht. Jetzt dürfte man eigentlich wieder richtig noch besseren Wumms haben. Das Deutsch war gerade sowas von daneben, ich weiß es, aber das ist einfach dieses sinnlose Gelabere und nicht überlegen. Ah. Zum Glück gehen die schnell kaputt, ne? Und da war doch kein Dorf. Das sah bloß danach aus, als wäre es ein Dorf. Ihr schon wieder? Nice. Wolle. Und wieder ein Schlüssel von. Ich wollte gerade sagen, jetzt sehe ich mich gar nicht. Wo bin ich überhaupt? So. Hoch, runter. Da, schon wieder. Was war das? Ah, ich bin ein Diamant. Ja. So. Und wieder gutes Zeug. Schauen wir mal. Gab es jetzt einen Schlüssel? Warme Brezeln. Dreimal. Tödliche Leckerei. Wow. Oh, und wieder ein Teleportstein. Oh, sind die Münzen weggeflogen, ernsthaft? Die wissen doch, dass wir die Münzen brauchen. Warum müssen wir die überhaupt einsammeln? Das könnte ja so einfach gemacht worden sein, dass man das einfach hinzufliegt, ne? We must be getting close. How can you tell? Look. Oha. We may still be able to save the others. Let's hurry. Ja, beeilen wir uns. Dieser Staubschirm, ich liebe den. Oh, wieder der Typ. Ah, da oben ist ein Schlüssel, habe ich gerade gesehen. Das da brauche ich. Das ist eine leere Flasche. Kommst du nicht schon wieder? So. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Na, dann gehen wir zu unserem Freund, dem Händler, nochmal. Der wird da auch nichts Großartiges haben, nehme ich mal an. Aber wir können verkaufen. Das können wir machen. Das. Hätten wir uns das eigentlich sparen können, in der letzten Folge das Teil zu kaufen. Naja, gut. Das will man machen. Ist halt so. So. Die ist tot. Okay. Neuer Speicherpunkt. Gut. Oha! Alter! Das ging in der Luft. So geht's natürlich auch. So. Dann möchte ich gerne speichern. Welches ist denn das neue? Das hier. Nee, das alte, so. Abwärts! Oh, wieder so weit in die Luft hier. Ah, da geht's hoch. Ich will da hoch. Mist. Hab ich's? Nein, verdammt. Oh. Did you just hit yourself? Dust, you must take care. Even the greatest of swordsmen cannot maintain the dust storm for that long. Was, hier ist nicht sehr lange. Das ist schon krass, was für eine enorme Zeit wir haben, bis wir verletzt werden. So ist es nun nicht. Yeah, okay. I'll try to be more careful.
Keep an eye on your color. If you start turning red and the screen begins to shake, you're close to losing it. Ja, ich weiß. Das habe ich ja dann auch gespürt. Danke. Ich wollte unbedingt da hoch, ey, ne? Ich wollte gerade sagen, wo geht's jetzt lang? Hier ist nämlich irgendwie Schluss gewesen. Oha. This was done recently. We don't have time to wait for it to die out. There's got to be another way around. Au. Kann ich nicht drüber fliegen? Nee, schade. Hätte ja sein können, meine Güte. Ah, hier brauchen wir die Bombe. Wo ist die? Gab es hier überhaupt eine Bombe? Ich glaube, hier gab es keine Bombe, ne? Kann man aus dem vorherigen Sektor diese Dinger mitnehmen? Ja, kann man. Nice. Ja gut, das muss man halt erstmal wissen. So. Aber gut, dass es beim ersten Mal jetzt geklappt hat. Notiz gefunden. Feuer und Staub. Wir haben bereits 10 Wächter an dieses Monster verloren. Es bombardiert uns ohne Unterlass mit grünen Flammen. Es scheint fast, als hätten sie einen eigenen Willen. Aber dann fegte plötzlich ein Windsturz durchs Dorf. Und die Flammen verschwanden. Das hat die Angriffe der Kreatur kurz unterbrochen. Lange genug, dass ich entkommen konnte. Wenn wir uns doch nur die Kraft eines Sturms zunutze machen könnten. Also wie der Staubsturm zum Beispiel. So, dann haben wir diese Notiz bekommen. Dann würde ich sagen, wir machen erstmal hier Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zu Dusk wieder. Haut rein. Ciao.